Dieser Junge war in einen tragischen Brandvorfall verwickelt, in dem er all seine Haare verlor. Doch was der Resultat ist unglaublich. Guck den Friseur an, er fässt seine Haare an, ne? Er hat locker keine echten Haare. Als er zeigte, dass seine Haare auch nur aufgeklebt waren, wusste er, es ist nicht so schlimm, wie es gerade aussieht, und er bekam neue Hoffnung. Der Friseur muss jetzt erstmal die Stellen markieren, Yo. Auf denen die Haare in Zukunft draufgeklebt werden sollen. Als nächstes bereitet er die Haare vor, die bald auf dem Kopf des Jungs sein werden, und rasiert noch alle übrig gebliebenen Haare ab. Jetzt Alter Mann. Jetzt kann er endlich die neuen Haare anbringen, und das gewellte Haar passt perfekt zum Stil des Jungen. Als letztes bürstet er die neuen Haare nach hinten, um sie noch etwas kürzer zu schneiden. Und schon sitzt eine neue Person auf dem Stuhl und der Digga, der Kleine ist kurz Cristiano Ronaldo geworden. Yo, guck dir mal seine Frise an. Wie crazy geil sieht die denn aus? Der Junge ist dem Friseur endlos. Alter, das finde ich ist eine starke Geste. Kinder damals versus Kinder heute. Kinder damals. Du gehst da mit dazu. Echt so. Ja, kann ich einen Saft haben? Ja klar, steht im Kühlschrank. Okay, danke. Ist ja so. Guck ist ja mal, so. Marie. Ich will ein rotes. Sag mich doch, du Eierlauch. Marie geht jetzt raus, ihr spielt woanders. Okay, Entschuldigung. Kinder heute. Ey, Bruder, gib mir nochmal Energy. Hier, Bruder. Danke, Mann. Nimm das. Ich hab Apfel, gib mal deine. Ist ja so. Könntet ihr jetzt mal aufhören zu zocken und rausgehen? Was willst du? Ja, pass auf. Ist ja so. Was soll ich sagen? Ja, aber ich war so immer mal so ein bisschen was dazwischen. Sag ich mal, ne? Ich habe meine Mama auch angestunkt, wenn ich zocken wollte, aber ich habe dann eine Schelle bekommen oder mit dem Latschen angedroht. Also, meine Mama hat mich nicht mit dem Latschen gehauen, aber sie hat gesagt, so, ich hole den Latschen. Und ich so, nein, Mama, okay, ich mach aus. Also, so ganz entspannt. Wenn als Kind dieser eine Tag im Jahr war. Schon fertig mit Hausaufgaben? Mama, du bist doof, ich mag dich nicht mehr. Was hast du gesagt? Du bist doof. April, April. Warum sagst du denn sowas? Du stinkst auch ganz dolle nach AA. Wie redest du denn mit deiner Mutter? Ich will gar nicht mehr, dass du meine Mama bist. Ich hab doch immer alles für dich getan. Weißt du überhaupt, was heute für ein Tag ist? Heute ist Gegenteiltag. Also wenn ich sag, du bist doof, dann bist du gar nicht doof. Das ist nicht lustig. Darüber macht man keine Späße, Freundchen. Das Mittagessen heute war richtig lecker. So mag ich dich viel lieber, wenn du nett zu mir bist. Danke. Warte mal. Jetzt muss man laufen. Sag deiner Mutter auf jeden Fall niemals, dass das Essen nicht gut war. Dann ist... Weißt du, ich meine? Wenn meine Mutter mit mir beim Arzt ist. Hallo. Bevor wir starten, muss ich Ihnen noch ein paar obligatorische Fragen stellen. Jo. Das ist gar kein Problem. Wir haben ja nichts zu verbergen. Alter. Wenn ich da mit meiner Mom sitze, Leute, Real Talk Story. Ich musste mit meiner Mom zum Arzt gehen, weil ich eine Vorhautverengung hatte. Ja, ihr habt's richtig gehört. Am Pillermann war meine Vorhaut so eng, dass ich konnte die da nicht so zurückmachen und so. Und das ist sehr unhygienisch. Und dann soll ich das dem Arzt erzählen, während meine Mom neben mir sitzt. Hey, Danny, erzähl es doch mal. Erzähl doch mal, was du hast. Ja, ist klar. Haben Sie irgendwelche Unverträglichkeiten? Nein. Trinken Sie Alkohol? Was? Nein! Bitte, ob Sie regelmäßiger Alkohol trinken? Was genau ist denn regelmäßiger? Am Wochenende oder auch mal unter der Woche? Oh, schon. Ja, dann ja. Okay. Haben Sie regelmäßig Geschlechtsverkehr? Nein, mein Sohn hat noch keine Freundin. Ich hab trotzdem regelmäßig. Was? Haben Sie schon mal geraucht? Oh. Also... Der Typ ist tot. Okay, der ist tot. Das war's. Alkohol und Rauchen, RIP. Wenn man sich sagt, nur noch eine Stunde. Ich glaube, ich mache noch eine Stunde, Jungs. Okay, wir gehen jetzt auf. Muss nämlich noch Hausaufgaben machen. Jo, haut rein. Mach's gut. Wer macht die denn, Mann? Du chillst eh nur Reels. Oh, 11 Stunden später, ne? Für eine Runde am Start. Nee, wir müssen doch gleich los. Hä? Was laberst du? Es ist schon 6:32 Uhr. Ja, ist uns allen schon passiert, ne? Ist aber nicht gut. Wenn die Jugendwörter 2023 in einer Klasse werden. So, jedes Jahr aufs Neue. Wir kontrollieren die Anwesenheit. So, Genergy. Und legt sofort das Getränk. Digga. Und als nächstes Riss. Hier. Sie haben übrigens wunderschöne Augen, Frau Juan. Findest du echt? Du kommst später zum Nachsitzen. Digga. Dann haben wir noch NPC. Ach, der NPC. Rosen riechen gut und Geld schmeckt gut. Aha.
Hallo, endlich! Oh mein Gott, danke für den Cowboy-Hut! Reiten macht Spaß! Ja! Yeah. Reiten macht Spaß! Was? Ist das ein Trend? Oder? Ach, der ist einfach. Ja, ist es. Leute, wer kennt die NPC-Streams? NPC, Hashtag NPC in die Kommentare. Haben wir schon wieder? Slay! Slay! Oh mein Gott, ja, Girl, ich bin die beste NPC! Nein, nicht die. Ah, oh mein Gott, Tyler! Was hast du gemacht? Darf er so? Darf er so? Daniel, raus! Junge, was ist gerade passiert? Alter! Hier kommen meine Top 5 krassesten Tricks aus 2023. Ich bin mal gespannt. Auf Platz 5 haben wir diesen Doppelsalto, den ich einfach. Den habe ich gesehen. Versuch den habe ich gesehen, der war krank. In diesen Schwimmring gelandet habe. Der war geil, Bro. Das ist dieser Trick, bei dem ich seitlich diesen Pfosten runtergeslidet bin. Okay, ja, das fand ich aber. Auf jeden Fall ein Adrenalinkick. Ich weiß nicht, ne? Ich finde, der Sprung war besser. Bei diesem Trick dachte ich erst, es wäre unmöglich, weil ich bin einfach von einem Bein in den Backflip gesprungen und perfekt wieder in dem Rechteck gelandet. Verdienter Platz 2 ist dieser Frontflip, den ich irgendwie in diese Hose gelandet habe. Und mit Abstand auf Platz 1 ist dieser ultraweite Frontflip, mit dem ich es einfach ganz knapp über die 5,5 Meter Marke geschafft habe. Okay, Mann, das ist auf jeden Fall sehr heftig, Leute. Tom Werner, ne? Digga, Maschine, willst du mal zu Red Bull gehen, Brudi? Wir haben schon wieder keine Kreiden mehr. Mehmet, geh Kreide aus der 4A holen. Aus der A-Klasse? Ja, oh aus der nein, 4A. Nicht die Parallelklasse. Die sind komisch. Mehmet, ja, geh jetzt. Sind die auch. Wie schaust du denn aus? Du, Annemarie, kannst du bitte die Blumen mit Wasser vollgießen? Ja, natürlich, Frau Veganus. Hallo. Hallöchen, mein Schüler, wieso bist du denn hier? Ich wollte von Ihrer Klasse Kreide ausleihen. Frau Veganus? Ja, Ferdinand? Darf ich bitte schon was essen? Ich hab Hunger. Ist dein Essen noch vegan? Ja, aber klaro, das ist ja unsere Klassenregel hier im Raum, ne? Ja, dann lass dir schmecken, ne? Bekomme ich jetzt die Kreiden oder nicht? Natürlich, aber willst du nicht davor mit uns vegan frühstücken und dabei einen Mathe-Song anhören? Ah! Komischer Typ. 2 plus 2 ist 4. Die veganste Klasse sind wir. Ja, hui. Okay, hätte man jetzt nicht unbedingt mit Veganer machen müssen, aber Leute, die Message dahinter, dass die Parallelklasse komisch ist, 100% safe. Ich glaube, Digga, da brauchen wir nicht drüber reden. Ihr kennt das alle. Deutscher Döner versus Schweizer Döner. Oh, da bin ich mal gespannt. Schweizer Döner im Vergleich zu Deutschland. Und schmeckt es in Deutschland wirklich besser? Ich bin dafür jeweils in einen Dönerladen in die Schweiz und... Ey... Ich hole mir heute einen Döner, ne? Deutschland gereist. Bevor wir zu den Preisen kommen, zuerst der Geschmack. Deutscher Döner, selbstgemachtes Brot, gute Soßen, Fleisch hat ein bisschen wenig Geschmack, 7,5 von 10. Ey, sorry Deutschland, ich weiß, ihr macht ultra geile Döner, vielleicht auch den besten Döner der Welt, aber es war nicht ganz fair, weil das ist mein absoluter Lieblingsdöner. Selbstgemachtes Brot, selbstgemachtes Fleisch, absoluter Top-Döner, 9,3 von 10. Aber Bro, was kostet der? Das ist noch wichtig. Aber wie teuer war der Spaß also? Der Döner hat in Deutschland 6 Euro gekostet. Und der Preis des Schweizer Döners... Ich sag 12. ...waren 12 Franken. Ich wusste es! Ich wusste es! Und genau das ist das Ding. Das Ding ist doppelt so teuer. Dann für 12 Euro einen Döner, Leute, überlegt mal. Natürlich kann man da selber Brot machen. Das ist nicht so ganz fair, ne? Muss man schon sagen. Digga, geh in Deutschland, such dir einen Dönermann für 12 Euro den Döner und dann hast du die gleiche Qualität. Ah, aber ich hol mir trotzdem Döner heute. Alter, ist das Domino aus Cornflakes? Cool. Als diese Grundschüler in den USA einen unglaublich langen Domino-Effekt aus Cornflakes-Packungen bauten, konnten sie über 2800 Packungen spenden und nach über 5 Stunden Arbeit konnten sie endlich die erste Packung umkippen. Das Video alleine ging über 5 Minuten, weshalb ich es schneller machen musste. Und jeder Schüler schaut zu und ist begeistert über, was sie erreicht haben. In der Mensa allerdings haben sie etwas ausgedacht. Mehrere Boxen fielen gleichzeitig um und machten das ganze Ergebnis noch viel schöner. Wie geil ist das? Okay, das ist mal ein Schulprojekt. Ich schwör's euch, ne? Das ist, Alter. Alter. Das ist ja so cool. Und bei mir in der Schule? Digga, da gar nichts. 10 Minuten Pause, Tischtennisplatte ohne Tischtennisschläger. Mann, ey, da haben wir da mit der Hand gehangen. Und die machen hier geile Domino-Sachen. Digga, so.
Warum gibt's das nicht in Deutschland? Dieser Hund schaut traurig unter dem Zaun hindurch zu seinen Nachbarn. Er bettelt sie täglich an, damit er auf die andere Seite kommen darf. Der Grund wird dein Herz erwärmen. Oh nein. Auf der anderen Seite des Zauns steht gleich nämlich sein bester Freund, mit dem er jeden Tag spielen will. Sie können es kaum erwarten, sich wieder zu sehen, um miteinander zu spielen. Also hatten ihre Besitzer die fabelhafte Idee, mach ein Loch rein. Ja, genau. So konnten sich die Hunde jeden Tag zum Spielen treffen. Anfangs waren sie noch verwirrt und konnten ihren Augen nicht trauen. Doch schnell erkannten sie den Sinn des Törchens und sprangen vor Freude in den Garten des anderen. Voller Dankbarkeit begannen sie miteinander zu toben. Jeder Hundebesitzer kann diese Freude nachvollziehen. Ey, ganz ehrlich, da sieht man es auch immer mal wieder. So einen Hund zu haben, ist schon nervig, ne? Man bräuchte eigentlich schon einen zweiten Hund. Egal, so, aber das ist, wisst ihr, wie ich mein? Hunde brauchen auch Gesellschaft und nicht nur Herrchen und so. Das ist schon, Bro, einfach so ein Loch in das Tor machen und dann können sich die Hunde treffen, den ganzen Tag spielen und du musst nichts machen. Du kannst da chillen, Digga, an deinem Laptop sitzen draußen, musst es nur ein bisschen im Auge behalten, mehr nicht. Bist du auch locker, oder was? Hey, sprich nicht in das Mikrofon und ich kaufe dir alles, was du willst. Wie heißt du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Okay, du hast gewonnen. Also ich würde jetzt alles kaufen, was du willst. Was willst du haben? Das Dino-Ding. Moment, direkt das Smith-Toys? Ja. Perfekt, let's go. Das Dino-Ding? Okay, wo ist dieses cool. Dino-Ding? Dahinter. Okay. Ich hoffe, deine Antwort soll ich dir helfen. Oh, das wäre mega nett, ja. Hab ich da ein bisschen verletzt leider hier. Was willst du noch haben? Wo kann man Kuscheltiere? Dann nimm dir welche du willst. Alter, ist der Kleine süß, ne? Willst du alle Kuscheltiere mit? Ja, ist doch nichts verkehrt dran, oder? Hier geht's weiter, was willst du noch haben? Dino. Dino, natürlich, was sonst? Vor wem hast du mehr Angst? Vor dem Dino oder vor deinem Papa? Vor Papa. Oh, das ist ein Mädel. Was ist dein Lieblingsessen? Hotdog. Kannst du gar nicht alles tragen, Michel. Doch, mit Einkaufswagen. Okay, das ist ein Argument. Nimm die letzte Kasse dann. Let's go. Noch was. Du kriegst ja echt nicht genug, ne? Das ist für meinen Bruder. Rein damit, komm. 882,42 Euro. So, Michel, hier sind deine ganzen Sachen. Ich hoffe, du hast jetzt viel Spaß damit. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Yo, wie geil ist das denn? Ich manchmal frage ich mich, was dann danach so passiert, wenn man so angesprochen wird und man bekommt einfach so diese Sachen geschenkt. Passiert dann irgendwas mit einem? Also ich glaube, würde ich das jetzt machen, ich würde mich danach ganz gut fühlen. Aber Leute, ich habe auch meine PlayStation 5 verlost und die zu jemandem hingebracht. Ich bin extra mit dem Flugzeug hingeflogen, dann mit Auto dahin und so weiter. Und Digga, der Typ hat nicht mal 5 Wörter mit mir geredet. Das war schon ein bisschen ernüchternd, sage ich mal. Am Ende des Tages habe ich mich trotzdem sehr gefreut und ich glaube, er sich auf jeden Fall auch. Aber es war so ein bisschen, Bro, du hast sie irgendwie gar nicht so richtig gefreut. Das fand ich ein bisschen doof und deswegen, ich weiß nicht, was macht das danach mit einem, ne? Leute, schreibt es in die Kommentare und ich würde sagen, das war's wieder mit einem Video. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock auf weitere Shorts habt. Kuss, Kuss, Kuss. Euer Dano out.